Vor gut einem Jahr hatten wir einen Wunsch eines Zuschauers. Dieser Zuschauer hieß Freiherr Raptor. Und zwar hat er sich gewünscht, dass wir mal das Drei-Tore-Problem in Minecraft analysieren. Und inzwischen hat sich durch Command-Blöcke und diverse Features, die es in der 1.8 zu sehen geben wird, wir sind hier gerade in der 1.8 Pre-3, also es kann nicht mehr lange dauern, hat sich das Ganze als durchführbar erwiesen und deswegen haben wir das auch mal gemacht. Ja, vielleicht erzählt euch mein Raptor mal, was es denn mit diesem Drei-Tore-Problem auf sich hat. Also das ist eine Idee aus einer Quizshow im Prinzip oder ein oder ja, das kennt man aus Quizshows vielleicht. Man hat drei Tore und der Kandidat darf sich ein Tor aussuchen. Dann öffnet der Quizmaster eins der anderen beiden Tore. Und dann kann sich der Kandidat entscheiden, möchte er sein Tor behalten oder wechselt er das Tor und hofft damit hinter dem Tor, das er hat oder eben zu dem er wechselt, einen Preis zu finden. Und man würde jetzt erwarten, ich wähle irgendein Tor und die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis drin ist, ist klar, 1 zu 3. Und wenn ich dann das Tor wechsle, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch 1 zu 3. Das ist allerdings lustigerweise nicht der Fall, denn es hat sich herausgestellt, und es lässt sich auch durch Mathematik beweisen, wenn man wechselt, steigt die Chance, dass man gewinnt. Was eigentlich eine ziemlich interessante Sache ist. Man würde ja erwarten, ob man jetzt wechselt oder nicht, ob man sein Tor behält oder nicht, das kommt aufs Gleiche hinaus, aber es ist tatsächlich nicht so. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Tor, das man behält, den Preis hat, liegt bei 33%, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Tor, zu dem man wechseln kann, eben den Preis beinhaltet, liegt bei 50%. 66%. 66%, sicher? Ja. Das ist nämlich invertiert. Die Chance. Nicht 50? Nein, du hast am Anfang, wählst du ein Tor aus, das heißt, auf die anderen Tore entfallen 66%. Ja, stimmt, ja, genau, so rum und der Quizmaster macht dir eins auf, das garantiert leer ist. Dadurch sind diese 66% dann bei dem Tor, wo was drin ist. Genau, also das war jetzt die grobe Erklärung. Auch oder wo was drin sein kann. Natürlich, es könnte natürlich mit 33%iger Wahrscheinlichkeit auch unter dem Tor sein, das man schon gewählt hat. Genau. Und auf jeden Fall, wenn man dann sich eben jedes Mal für das Wechseln entscheidet, müsste man mit ungefähr eben 60%iger Wahrscheinlichkeit gewinnen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir haben jetzt keinen groß angelegten Test bis jetzt gemacht. Wir müssen bloß hoffen, dass die Zufallsfunktionen da in Minecraft, was man da machen kann, funktionieren. Und ich denke, wir spielen jetzt einfach mal eine Runde, oder? Tu das. Du bist mal unser Spieler. Hast du schon gestartet? Man muss klicken. Also, man sieht jetzt hier im Chat, so. Das Ganze funktioniert wieder über Telraw. Welches Tor würdest du denn gerne öffnen? Dann nehme ich jetzt einfach mal Tor 2. Damit hatte ich immer so viel Glück. Und dann sagt der Quizmaster, eine gute Wahl. Sehen wir doch mal was hinter Tor 3. Oder sehen wir doch mal hinter Tor 3. Warum schreibst du das so komisch? Sehen wir doch mal hinter Tor 3. Hier ist schon mal nichts. Möchtest du deine Entscheidung noch einmal ändern? Wir machen jetzt mal wechseln. Und wir haben gewonnen. Ja. Also in dem Fall war das Wechseln korrekt. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Wir nehmen diesmal einfach Tor 1. Tor 2 wird geöffnet. Wir bleiben. Das hat jetzt perfekt den haben wir Pech gehabt. Die Theorie bewiesen. Ja, also damit ist es bewiesen, wir hatten recht, tschüss. Nein, also es ist natürlich eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Also das ist im Prinzip so, wenn ich jetzt jedes Mal auf wechseln gehe, müsste ich eigentlich 60% der Spiele gewinnen. Ja, 66%. Und wenn ich jedes Mal bleiben drücke, müsste ich bei ungefähr eben 33% liegen. Natürlich müsste man sehr viel mehr Tests machen. Das darf auch jeder natürlich dann selber tun. Wir werden natürlich die Welt zum Download bereitstellen. Und ja. Genau, also wir haben jetzt hier noch eine Anzeige auf den Schildern, die sich immer aktualisiert, wie viele Spiele man gemacht hat und wie oft man dabei gewonnen hat. Und ja, das Ganze kann man dann auch resetten hier.
Und mit dem Knopf hier kann man starten, wenn man auf die Welt kommt. Genau. Wie gesagt, das kann jeder ein bisschen spielen. Wer jetzt von uns drei spielen, ist dann auch in dem Fall wurscht. Und ja. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen die technische Umsetzung an. Und das Ganze ist mehr als man denkt eigentlich, glaube ich. Allerdings funktioniert natürlich auch alles wunderbar automatisch, wie ihr es von uns gewohnt seid. Mein Raptor spielt hier jetzt einfach mal dauerhaft, dann haben wir am Ende auch mal statistische Zahl. Du wechselst einfach immer, oder? Genau. Ja, fangen wir einfach hier an. Wir werden sehen, wenn ein neues Spiel anfängt, jetzt zum Beispiel, wird hier erstmal alles resettet. Das heißt, wir setzen hier die ganzen Tore und machen die Tore zu und löschen diverse Redstone-Blöcke, die hier in der Schaltung zum Speichern von Sachen da sind. Und dann haben wir hier den Zufallsgenerator, der quasi entscheidet, hinter welchem Tor unser Gewinn ist. Und zwar funktioniert das Ganze so. Der eine oder andere kennt es vielleicht von Selfbling, ich habe es mir abgeguckt, ich gebe es zu. Und zwar haben wir hier einen Dispenser, wo drei Command-Blöcke drin sind. Und diesen Dispenser kopieren wir mit diesem Command-Block hier hin. Und der setzt dann, dadurch, dass hier Strom drauf ist, einen dieser drei Command-Blöcke vor sich ab. Der wird direkt ausgelöst wegen dem Redstone-Block. Und dadurch wird dann hier oder hier ein Signal durch den Block, der gesetzt wird, abgegeben, wodurch hier dann mit Z-Block hier per Wireless Redstone irgendwo, genau hier hat man es gerade gesehen, wird das W für Gewinn gesetzt. Wir können vielleicht auch mal ein bisschen einbrechen hier. Nein, nicht Hier alles sieht man im zerstören. Übrigen auch die schönen neuen Materialien, die mäßig schön sind, sage ich mal. Genau, hier sieht man auf jeden Fall, also das W ist schon da, das die ganze Zeit. Es wird nicht erst erzeugt, wenn es ans Tore öffnen geht. Und beim Resetten wird das W eben dann resettet und an neuer Stelle wieder zufällig verteilt. Genau. Am Ende von dieser ganzen Geschichte, das ist glaube ich hier, genau, wird einem diese Anfangsfrage gestellt. Man kann sich hier quasi dann mit Telraw, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, das lässt sich auch alles wunderbar im Wiki zum Beispiel nachlesen, kann man hier zwischen Tor 1, Tor 2 und Tor 3 wählen. Und je nachdem, was man dann drückt, wird hier ein Redstone-Block gesetzt. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum ich das hier mit so einer komplexen Schaltung gemacht hat. Ich kann das mal vorführen, weil man das Blöde ist, man kann jetzt noch hier und hier weiterhin draufdrücken und dann könnte man quasi mehrere Tore auswählen, aber durch diese Verschachtelung sperre ich quasi immer mit dem ersten, was ich drücke, die anderen repeate, wodurch dann eigentlich nichts passieren kann. So, wenn man jetzt dann sich für ein Tor entschieden hat, zum Beispiel mal Tor 3, wird hier erstmal geprüft, ob Tor 3 das Gewinnertor ist. Wenn das der Fall ist, ist es dann hier, wird hier zufällig Tor 1 oder Tor 2 gewählt, welches dann der Quizmaster aufmacht. Also der Quizmaster, also der Command-Block hier, entscheidet es, wieder mit Z-Block, Wireless Redstone. Wenn allerdings man nicht das Siegertor ausgewählt hat, muss man quasi hier nochmal überprüfen, ob unter Tor 1 der Gewinn ist. Dann macht der Quizmaster Tor 2 auf. Und wenn unter Tor 1 der Gewinn nicht ist, macht er natürlich Tor 1 auf. Weil der Quizmaster muss ja zum einen ein Tor aufmachen, was man nicht gewählt hat, und zum anderen ein Tor aufmachen, wo kein Gewinn drunter ist. Dadurch entsteht ja auch diese höhere Wahrscheinlichkeit dann für das, was übrig bleibt. Genau, das Ganze gibt es dann hier eben nochmal für das zweite Tor, wenn man das zweite Tor gewählt hat, oder für das erste Tor. Und wie geht es dann eigentlich weiter? Genau, weiter geht es dann hier. Und zwar ist das jetzt Wireless Redstone, was von da hinten gesteuert wird. Das heißt, wenn jetzt hier Tor 1, sieht man gerade, gewählt wurde, also vom Quizmaster geöffnet wurde, kommt eben dieser Text. Das Tor wird dann tatsächlich geöffnet. Jetzt hier weiter.
Wir warten hier die Zeit, die das Tor zum Hochfahren braucht mit diesen Repeatern. Was machen wir hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Genau. Hier überprüfen wir, ob Tor, also um das nochmal zu erklären, wenn hier das aufleuchtet oder gewählt wird, heißt es, dass der Quizmaster Tor 1 quasi geöffnet hat für uns. Das heißt im Endeffekt, dass wir Tor 2 oder Tor 3 gewählt haben müssen. Und hier wird geprüft, ob wir Tor 2 gewählt haben. Wenn dem so ist, wird einem dieser Text hier zugesandt. Und wenn dem nicht so ist, wird einem dieser Text hier zugesandt. Und der einzige Unterschied zwischen diesen Texten ist, dass wenn ich bei diesem Text auf Wechseln drücke, Tor 2 zugeht und Tor 3 auf... jetzt bin ich selber verwirrt. Die Auswahl von Tor 2 weggeht und auf Tor 3 geht. Und hier passiert eben, dass die Auswahl von Tor 3 weggeht und auf Tor 2 weggeht, wenn man auf Wechseln drückt. Wenn man auf nicht wechseln oder was habe ich da eigentlich geschrieben? Bleiben drückt, passiert hier einfach gar nichts. Ja. So, wenn ich jetzt, wo bist denn du gerade, dass wir das uns mal anschauen? Okay, hast Tor 3 gewählt und Quizmaster hat Tor 1 aufgemacht. Das ist ja genau das, was ich gerade vorgeführt habe. Das heißt, wenn er jetzt auf Wechseln drückt, müsste, wenn ich den Zettel mir mal anschaue, den Spickzettel, hier ein Redstone-Block gesetzt werden. Genau. Das heißt, ich tue hier dann Tor 3 abwählen und hier Tor 2 anwählen, wieder mit Redstone. Und dann geht es hier weiter. Hier mache ich dann alle Tore auf, also alle, die noch nicht offen sind, alle beiden, und warte die Zeit, bis sie aufgehen. Und das Letzte, was ich dann noch mache, ist einfach überprüfen. Hier überprüfe ich, ob ich Tor 1 gewählt habe und ob Tor 1 das Siegtor ist und hier, ob Tor 2 das gewählt ist und Tor 2 das Siegtor ist und Tor 3 und Tor 3. Und wenn quasi Siegtor und gewähltes Tor übereinstimmen, habe ich natürlich gewonnen. Andernfalls geht hier kein Strom drauf, sondern nur hier, dann habe ich verloren. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, die hier relativ kompliziert zu bauen war, hat viel Gehirnschmalz gekostet, um quasi unnötige Abfragen zu sparen. Ja, was wir jetzt noch zeigen können, wenn er jetzt mal beim Tor bleibt, wird quasi hier direkt ein Block auftauchen. Das heißt, dann wird von diesen Wechselschritten nichts ausgeführt, sondern wir tun direkt die Tore aufmachen. Hier ist es wieder mit gesperrtem Repeater, weil man könnte ja in den Versuch kommen, dann noch auf Wechseln zu drücken, wenn man schon Bleiben gedrückt hat oder andersrum, aber das wird dadurch dann quasi unterbunden. Ja, warum sind hier sechs Wechselblöcke? Das ist auch logisch. Einmal kann ich eben, wenn Tor 1 offen ist, von 2 auf 3 und von 3 auf 2 wechseln. Wenn Tor 2 offen ist, kann ich von 1 auf 3 und von 3 auf 1 wechseln und so weiter. Ja. Bin schon ganz heiße. Das ist eigentlich alles, was es hierzu zu sagen gibt. Was wir uns jetzt noch anschauen können, ist vielleicht, wie die diversen Animationen erstellt werden, beziehungsweise die Sachen gesetzt werden. Wir haben das Ganze in Arbeitsteilung gebaut. Ich war für die Schaltung hier zuständig und die zwei anderen haben die Tore gebaut. Und deswegen haben die ihre Schaltung hierhin gebaut. Das ist quasi nichts anderes als in diesem Fall zum Beispiel hier wird das Tor geöffnet und das sind quasi die einzelnen Animationsschritte, die hier aufgereizt sind. Das heißt, wenn das Tor aufgeht, wird nichts anderes gemacht, als ständig hier das nächst kleinere zu kopieren. Beim Zumachen zum Beispiel wird es einfach zugemacht, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Hier haben wir dann noch ein paar Command-Blöcke zum Beispiel für Abwählen und Anwählen. Da wird dann einfach diese Redstone-Variante vorkopiert und beim Abwählen wird die normale Variante hingewählt. Hier hat man es gerade gesehen. Und was gibt es noch? Ja, hier ist noch eine kleine Sieg-Animation. Das sind diese Teile hier, die dann quasi nach vorne kopiert werden in absteigender und aufsteigender Reihenfolge. Jo. Ich denke, es ist alles nichts Weltbewegendes, wenn ihr unser Video, wie heißt das Video? Ich habe schon wieder vergessen. Animationsstudio gesehen habt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das funktioniert. Ja, jetzt können wir mal wieder hier vorschauen.
Ja, sieh doch, statistisch sind wir absolut im Soll, obwohl wir jetzt, wir sind sogar drüber, weil du hast ja zwei oder dreimal auf Bleiben gedrückt, ne? Ja. Das ist doch ein schöner Moment, Drittel, um jetzt aufzuhören. Das ist perfekt. Ja. Obwohl du jetzt das letzte verkackt hast. Ja. Ja. Ihr habt es gesehen. Ja. Ihr könnt es euch anschauen im Download. Gibt es noch was zu sagen? Ich denke nicht. Gut. Wir haben hier dann jetzt einen Reset-Button, um die wieder auf 0 zu setzen und können jetzt quasi 30 Mal bleiben. Ja. Und dann sollte man da 10 Siege rauskommen, der Logik nach. Also ungefähr, natürlich sind das alles statistische Werte und die sind erst im Unendlichen perfekt, sag richtig. Ich mal. Richtig. Genau. Und hier noch ein kleiner Startknopf, den braucht man auch, wenn man das erste Mal auf den Server falls kommt. Falls es vorhin untergegangen ist. Wenn man natürlich frisch auf die Welt kommt, hat man diesen Text noch nicht zum nochmal versuchen. Das gleiche wird quasi hiermit ausgelöst. Ja. Dann kann ich auch nochmal spielen. Es ist auch so, das Ganze ist eigentlich nicht für Multiplayer gedacht, funktioniert aber im Multiplayer. Es bricht natürlich das Chaos aus, wenn jetzt dauernd Leute vom Server gehen und auf den Server gehen oder dauernd Leute irgendetwas drücken. Ja, Score wird halt auf den auf alle Spieler gespeichert. Die genau. Anzahl der Spiele, genau, Sieger. Ich hab Pech gehabt. Das ist die Statistik am Arsch. Ah, wir müssen sie schnell resetten. Genau. Übrigens, genau das könnte ich vielleicht noch kurz erwähnen am Rande. Die Schilder kann man jetzt neuerdings mit Tell-Raw-Befehlen füttern, allerdings nicht so einfach, wie ich es erhofft hatte. Ich hatte gehofft, dass man auf die Schilder einfach einen Tell-Raw-Befehl schreibt und der dann automatisch immer geupdatet wird, aber da habe ich natürlich zu einfach gedacht. Das Ganze geht nur mit Command-Blöcken und zwar muss man, genau das hier, mit Block-Data kann man jetzt genauso, glaube ich, mit Entity-Data direkt auf Entities oder Blöcke die NBT-Tags ändern und genau das macht man hier. Und das Ganze ist dann noch umständlicher, als man denkt. Man muss quasi Text 1, kann man die erste Zeile nur bearbeiten. Und dann muss man hier in Gänsefüßchen den Tell-Raw-Befehl schreiben. Aber die Gänsefüßchen, die man im Tell-Raw-Befehl braucht, muss man mit einem Backslash oder Slash, ich weiß nie, welches ist, muss man sie escapen, Backslash, falls euch das was sagt. Das heißt, sonst bricht das Chaos aus. Also es ist nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Ausnahmsweise mal. Jo. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles Wichtige erwähnt und wir hoffen, es ist ein bisschen interessant gewesen. Es ist jetzt natürlich nichts Praktisches für Minecraft, sondern mal wieder nur so eine Art, Machbarkeitsstudie oder wir zeigen mal, was wir können. Proof of Concept. Proof of Concept, genau, das ist immer ein schöner Ausdruck. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Jo. Und bis dann, auf Wiedersehen. Ciao. Servus.